Das ist das gute Stück. 3,50 nehmen wir für 10. Wir gucken jetzt mal rein. Oha, ja, das ist natürlich nicht gut. Aber ich will euch nicht vorenthalten, heute ist Schafschur. Lauf weiter! Man muss halt nur mal gucken, dass der Lehrling nicht zu viel Gas gibt. Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einem neuen Video. Dieses Video seht ihr hoffentlich wieder am Sonntagabend 20 Uhr. Beim letzten gab es ein technisches Problem, das hieß Thomas und saß vom Rechner. Da habe ich irgendwas verkehrt eingestellt. Ich habe keine Ahnung, das ist zwischen Samstag und Sonntag um Mitternacht hochgeladen worden.
Das war so nicht geplant. Heute sind wir mal nicht bei den Jerseys, sondern bei den Schwarzbunden im Stall. Die Damen hier, nee, da können wir es besser sehen. Die kommen jetzt gerade vom Melken. Und wir haben den Kuhstall frisch eingestreut mit Gärsubstrat. Gärsubstrat ist quasi das, was überbleibt, wenn die Gülle einmal durch die Biogasanlage gegangen ist. Das zeige ich euch jetzt. Hier separieren wir jetzt die feste von der flüssigen Faser in der Gülle. Wir mischen das dann anschließend noch mit dem Gesteinsmehl. Dann sieht das nachher so ein bisschen gräulich aus, so wie das hier. Das, was frisch rauskommt, könnt ihr hier jetzt sehen. Das ist eher so ein bisschen, ja, torfmäßig, kann man sagen. So, da haben wir was ganz Frisches. Und das ist im Grunde, sind das die Fasern, die die Kühe nicht verdauen, die dann quasi übrig bleiben. Die pressen wir hier einmal ab und das geht dann in die Liegeboxen. Das ist ein perfektes Einstreumaterial. Da kommt Joshua, unser Auszubildender. Er stellt das Material jetzt rein in die Boxen. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Und so, wenn die Kühe es dann angenommen haben, hier könnt ihr auch sehen, die hat sich da schon wieder so eine Mulde gebaut, das bleibt überhaupt nicht aus. Aber das Material gibt das natürlich auch echt her, dass die Kühe sich da so richtig schön ihre Nester reinbauen können. Also man sagt eigentlich, dass die zwei Möglichkeiten, Kühe einzustreuen, entweder mit Sand, was natürlich hygienischer ist, theoretisch jedenfalls, als Gärsubstrat, oder eben dieses Material. Man könnte natürlich auch mit Stroh arbeiten, aber Stroh hat das Problem, dass wir es zukaufen müssen. Das heißt, es ist extrem teuer und wir müssen es ja auch irgendwie wieder hier aus dem Stall rauskriegen. Stroh hängt sich in die Güllekanäle, Stroh hängt sich in die Pumpen. Ich habe das Zeug nachher überall drin. Und deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, dieses Substrat zu verwenden. Einfach weil das ein Rohstoff ist, der sowieso da ist. Und wenn wir es mit dem Kalk mischen, ist es auch sehr hygienisch. Also wir haben im Moment zumindest eigentlich kaum Probleme mit Euterentzündung. Wir haben es zwischendurch mal gehabt, als wir den Kalk weggelassen haben. Das funktionierte gar nicht. Aber mit dem Zeug, was wir da jetzt drin haben, das ist so eine Art Gesteinsmehl, geht das bis jetzt richtig, richtig gut. Ich bin auf dem Weg zu unserem Hühnermobil. Im letzten Video bei der Premiere im Chat kam die Frage, ob wir einen Hofladen haben. Auch in den Kommentaren, glaube ich, war das irgendwo drin. Wir hatten eine Zeit lang einen Hofladen. Wir haben ja Wasserbüffel im Naturschutz gehalten. Ein paar von den Wasserbüffeln habe ich auch noch. Die kriegt ihr auch irgendwann noch mal zu sehen. Und um das Fleisch der Wasserbüffel zu vermarkten, haben wir einen Hofladen gehabt, wo wir dann auch Fleisch von unseren Rindern und eben Eier verkauft haben. Den Hofladen haben wir eingestellt, zum einen wegen der hohen Auflagen, zum anderen wegen dem zu viel an Arbeit, weil wir das einfach nicht mehr schaffen konnten, weil wir dann gesagt haben, also bei dem, was da letzten Endes hängen bleibt, dann setzen wir unsere Prioritäten irgendwie anders. Aber das Hühnermobil, das haben wir behalten. Und das ist auch das, was wir jetzt noch an Direktvermarktung machen. Das sind die Eier aus unserem Hühnermobil. Da sind wir jetzt gerade hier vorgefahren, damit wir da die Eier einsammeln können. Einmal habe ich mir hinten auf die Pritsche gestellt. Davon wollten wir uns irgendwie nicht trennen, weil das arbeitsmäßig doch relativ easy ist mit diesem Hühnermobil. Das ist ein Farmermobil Starter Plus. Da haben wir in der Startzeit hatten wir über 300 Hühner, jetzt sind wir rund auf 250, um den Absatz dann auch selber bewältigen zu können, weil wir keine Weiterverkaufsstellen haben. Da steht das gute Stück. Hier unsere Mädels, die mich hier begrüßen, und da hinten haben wir ein paar Schafe stehen. Die Schafe sollen dafür sorgen, dass hier
keine Luftangriffe geflogen werden. Wir haben das doch eine Zeit lang gehabt, dass hier sehr, sehr viele Hühner vom Bussard oder Habicht gerissen worden sind. Und seit wir hier die Schafe haben, haben wir das gar nicht mehr. Mit dem Fuchs haben wir hier keine Not. Der Zaun ist eingegraben. Da kommt der Fuchs nicht durch. Und alles, was von oben kommt, wird durch unsere Schafe abgewehrt. Das sind immer so ein paar Schafe, die dann spät gelammt haben oder die irgendwie ein bisschen komisch sind oder sowas, die mein Vater uns immer hier hinstellt. Können wir schon sehen. Der will jetzt schon bekuschelt werden. Na, Kollege? Oder auch nicht. Sünde. So, dann wollen wir mal gucken, was da an Eiern ist. Werfen wir da mal einen Blick rein. Der Strom ist knapp, deswegen leuchtet da oben jetzt blinkt da oben die Lampe. Das ist jetzt, wo die Tage noch so kurz sind. Mal die Tür muss ich mal zumachen. Oder festmachen, da haben wir hier so einen Riegel. Damit die auch offen bleibt. Und so ein bisschen kommen wir mit der Stromeigenversorgung. Eigentlich hat das Ding eine Solaranlage auf dem Dach. Aber da die Tage ja jetzt noch ein bisschen kurz sind. Der Strom von heute hat scheinbar gereicht. Also jetzt blinkt sie noch nicht wieder. Wenn die Tage so kurz sind, dann ist das immer so ein bisschen problematisch, weil der Akku sich nicht genug auflädt. Und dann wird der Strom nachher knapp und dann fängt die Lampe an zu leuchten. Und wenn die Tage ganz kurz sind, ey, sei doch mal ruhig, jetzt schnack ich hier. Und wenn die Tage dann ganz kurz sind, das ist meistens zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar, dann haben wir hier auch ab und zu mal unser Notstromaggregat dran stehen, um für Strom zu sorgen. Manchmal haben wir es auch schon nach Hause geholt. Aber da ist es wieder mit dem Auslauf der Hühner schwierig. Deswegen ist es eigentlich schöner, das hier stehen zu lassen und dann den Notstromer anzuschließen, wenn die Batterie mal flau wird. Und das ist dann so einmal die Woche oder sowas, steht er dann hier und lädt einmal den Akku wieder voll. Aber jetzt, ja, die Lampe ist aus. Das heißt, der Strom, der hier jetzt heute geladen wurde, der hat offensichtlich gereicht. Jetzt kontrollieren wir einmal den Stall selber. Das ist jetzt sehr schmierig hier vom Boden. Das kommt aufgrund der Feuchtigkeit der letzten Tage, weil es ja noch sehr viel geregnet hat. Schleppen die Hühner natürlich auch immer was rein. Außerdem ist Ausmisten auch wieder dran. Wir haben hier drei Ebenen. Einmal unten den Scharraum. Da kommen, wenn gemischt wird, Sägespäne rein. Dann die untere Ebene mit der Futterkette, die da drinnen läuft. Da könnt ihr das auch sehen an den Füßen der Hühner, ne? Dass die draußen im Matsch laufen. Und dann hier oben der Ruhebereich. Da hinten sind die Tränken drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und hier oben sind die Nester. Wir haben hier die Nester, wo die Hühner drinnen sitzen, ruhig und ungestört. Und die Eier rollen dann hier vorne aufs Band. Das rollen wir jetzt gleich mal nach vorne durch. Da können wir die Eier dann abnehmen und in die Eimer verstauen. Hier ist die Luke nach draußen. Die wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Die geht dann morgens auf und abends, wenn es dann dunkel wird, sind die Hühner auch alle wieder zu Hause. Also die Hühner wissen ja, wann hier Feierabend ist oder wann das Ding zugeht. Wobei, wenn es dunkel wird, kommen die Hühner nach Hause so. Und ich glaube 9 oder 10 oder so geht die Luke zu. Im Sommer wissen sie es dann auch so. Komm, geh mal raus. Im Sommer wissen die Hühner auch, dass die Luke dann um die Uhrzeit tatsächlich zugeht und sind dann auch alle zu Hause, auch wenn es draußen teilweise noch ein bisschen heller ist. Also, wir haben hier jetzt unser Band. Da ist die Kurbel. Und mit Hilfe dieser Kurbel rollen wir jetzt und da kommen unsere Eier. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch hier irgendwie das könnte tatsächlich funktionieren. Wir haben hier jetzt. Hoppla.
den Eimer. Hier ist ein Ei, das ist irgendwie kaputt gegangen, das ist leer gelaufen. Die Eierschalen schmeißen wir raus zu den Hühnern und ich nehme auch solche Eier, weil wir sehr reichlich haben im Moment, die ein bisschen dreckig sind. Die kriegen die Hühner quasi als Futter vorgeworfen. Da sind die total wild drauf. Und alles andere, was ordentlich schier aussieht, heile ist, das kommt in den Eimer. Kaputte Eier lassen wir auch hier. Was soll ich die nach Hause schleppen, um sie dann wegzuschmeißen? Wie gesagt, wir haben sehr reichlich augenblicklich. Das ist immer sehr phasenweise, wie der Eierverkauf läuft. Also sehr gut läuft es, wenn wir Feiertage haben, also Ostern sowieso. Ostern ist hier Hauptgeschäft natürlich. Aber auch zu Weihnachten geht es immer sehr gut, wenn die Leute dann selber backen und kochen und all sowas. Dann haben wir einen großen Umsatz. Und wenn die Monate teurer werden, das können wir halt auch merken. Also wenn im Januar die ganzen Versicherungen fertig gewesen sind, dann werden auch weniger Eier verkauft. Und wir hoffen, dass das jetzt so ab Februar, na, wir sind ja schon Ende hin im Februar, aber dass es dann jetzt demnächst auch wieder ein Stückchen besser wird. Ich zeige euch dann gleich nochmal, wie wir die Eier vermarkten. Wir haben einige Kunden, die kommen direkt zu uns auf den Hof, holen die Eier da ab. Aber wir haben uns da so was überlegt, quasi so eine Art Drive-In. Da fahren wir jetzt gleich mal hin. So, fahren wir weg da. Das ist ja süß. Ein Mini-Ei. Das kommt mit. Bis morgen zum Frühstück. So, ich weiß nicht, wie weit man da durchgucken hat, auch man sieht das Licht da hinten, glaube ich, so ein bisschen, ne? Kann man das, ja doch, da, also die, das Eierband ist jetzt leer, wir haben eine automatische Fütterung, die lassen wir jetzt nochmal durchlaufen, damit ihr das auch einmal sehen könnt, also wir haben hier unser Kraftfuttersilo und dann da die Futterkette. Die habe ich jetzt gerade in Betrieb gesetzt einmal. Normalerweise läuft die alleine. Aber um euch das jetzt einmal zu zeigen, weil die so gerade leer war jetzt, lassen wir die jetzt mal durchlaufen. Und wenn jetzt hier vorne gleich Futter ankommt auf der Kette, dann schalte ich sie wieder aus, dann gucken wir auch mal gleich rein. So, jetzt kommt die Futter an, ihr seht das.
seht ihr, wie die hier alle sitzen. Das wissen die sofort, wenn die Futterkette anläuft. Dann gibt es frisches Futter. Dann sind die alle da. Hier oben haben wir die Wassertanks für Frischwasser. Die machen wir alle 2 Wochen, glaube ich, ungefähr voll. So, Hühner, mal raus hier. Machen wir den Riegel hier wieder auf. Auch wenn das kein Huhn eingesperrt wird hier. Ne? Alle raus. Gut. So, jetzt habe ich euch mal hier irgendwie so um den Arm getüdelt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, damit ich meine beiden, doch, geht ganz gut, damit ich meine beiden Eier einmal mitkriege. Einer hier, der andere ist in der gleichen Hand wie die Kamera. Und die Kamera habe ich mir jetzt so um den Arm geknotet. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das funktioniert. Ha, man lernt nie aus. Und Not macht erfinderisch, wie man so schön sagt. So, wir haben jetzt ungefähr, ich würde schätzen, vielleicht 200 Eier. Vielleicht auch nicht ganz. Und was wir, Tür auf, Tür zu, nicht, dass hier irgendeine Hühner klaut oder noch schlimmer, die Hühner auf die Straße laufen und platt gefahren werden. Wie heißt ein altes Bauernsprichwort? Sind die Hühner platt wie Teller, war der Trecker wieder schneller. Ich pack die hier noch ein bisschen um, dass sie sicher liegen und gleichmäßig voll sind die Eimer. So, und jetzt fahren wir zu unserer SB Drive-In Selbstbedienungs-Eierkiste. Das ist das gute Stück. 3,50 nehmen wir für 10. Wir gucken jetzt mal rein. Oha, ja, das ist natürlich nicht gut. Dann kann der Absatz auch nicht laufen, wenn die Kiste leer ist. Die alten Pappen nehmen wir immer gerne mal zurück. Die werden dann wieder voll gemacht. Da haben wir hier unser kleines Körbchen, das Verschlüssel für die Kasse. Und die packen wir da jetzt rein. Ups. Natürlich jetzt auch doof, ne? Erst beschwere ich mich, dass wir zu wenig Eierabsatz haben. Dann komme ich hier an und das Ding ist leer. Jo. Aber den Hauptfeierabendverkehr müssten wir heute eigentlich noch mitkriegen. Falsch schon gepackt. Wollen noch alle loswerden hier. Ja, halt. So, das Körbchen kommt wieder ins Auto. Und das ist eigentlich alles, was wir so machen mit unseren Eiern. Diese formschöne Kiste, die eine Kasse auf Vertrauensbasis. Wir haben das gleiche nochmal bei meiner Oma am Haus. Da verkaufen wir auch die Eier. Also, wenn ihr mal Bock auf richtig geile Eier von der Wiese habt, von freilaufenden Hühnern, dann gerne hier mal vorbeifahren an der Seelander Straße, / Seeland, Kreuzung Baslund. Da gibt es leckere Freilandeier. Ihr habt jetzt ja schon ein paar Mal mitgekriegt von unseren Schafen, beziehungsweise die Schafe meines Vaters. Da lege ich großen Wert drauf, dass das nicht meine sind. Aber ich will euch nicht vorenthalten, heute ist Schafschur. Das ist ja doch ein bisschen interessant, mal zu sehen, wie das Ganze so vonstatten geht. Und deswegen habe ich mir gedacht, da nehme ich euch heute mal mit. Und gebe euch mal ein paar Einblicke, wie das Ganze so abläuft. Die Schafe scheren wir nicht selber. Da haben wir jemanden, der das quasi im Lohn macht, also in unserem Auftrag hier kommt und die Schafe schert. Und wie das Ganze abläuft, das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen aus der Nähe an.
Schafe werden da auf so einen kleinen Hocker raufgesetzt und der Sinn dahinter ist, dass die sich dann eigentlich nicht mehr so doll wehren sollen. Das klappt nicht immer, aber meistens. Marcel, hat das gut funktioniert heute, dass die Schafe sitzen geblieben sind, wenn sie da einmal saßen? Ja, es gab auch ein paar, die waren ein bisschen wehriger und wollten nicht so richtig, aber die meisten sind sitzen geblieben. Aber es ist anstrengend, oder? Das ist sehr anstrengend. Deswegen wurde Marcel jetzt erstmal von Nick abgelöst. Er macht jetzt erstmal weiter. Die Schafe, die hier jetzt noch stehen, sind noch über. 1, 2, 3, 4. Und da an der Seite sind nochmal 6. Und dann ist es geschafft. Ja.
Ein Teil der Wolle geht jetzt, das wissen wir noch gar nicht genau, wo das hingeht. Wisst ihr schon, wo das hingeht? Nö. Gut. Da muss jetzt dafür gesorgt werden, dass das auch alles reinpasst. Deswegen steht Ines da hinten im Sack und sorgt für die richtige Verdichtung. Und ein Teil geht aber direkt in die Verarbeitung. Das wird hier vorne aussortiert, die besonders schönen Stücke. Und die werden dann bei der Handspinnerei freigedreht. Ich glaube, hier die Karte, kann man das sehen? In Wanderup direkt verarbeitet. Das wird gefilzt, gesponnen, gewebt, alles Mögliche. Finde ich total cool. Und die beiden Damen stehen dann hier und gucken die schönsten Tiere aus. Und nehmen dann davon die Wolle für ihr Handwerk mit nach Hause. Langweiligeres gibt als weiße Schafe, deswegen kommt sie jetzt hier bei uns und sucht sich da wirklich die schönsten aus. Wir haben so ein paar Pommernschafe oder Kreuzungen, das sind so bräunliche, und dann von den bunten hat sie sich auch immer die schicksten ausgesucht, und die Wolle nimmt sie jetzt mit nach Hause. Da wird sie dann ganz klassisch gereinigt, ein Teil wird dann gesponnen, also zu Fäden quasi zum Stricken, und ein Teil wird zum Filzen genommen. Da werden dann zum Beispiel Puschen draus gemacht oder auch Klamotten, die dann gefilzt sind, oder Mützen. Ja, wie gesagt, ich finde das total spannend, dass ein Teil unserer Wolle so einen Weg nachher gehen darf. Aber sie sagt eben, ja, wie ich schon sagte, dass es eigentlich nichts Langweiligeres gibt als weiße Schafe. Und das ist ja so der Klassiker, also so bunte Schafe wie hier bei uns. Das ist halt eher die Ausnahme. Und deswegen kommt sie jetzt schon das zweite Jahr, glaube ich, hier bei uns. Und hat den ganzen Kofferraum schon voll mit Wolle. Und jetzt hat sie noch ein großes Big Bag, so einen großen Kubikmeter Sack, der jetzt voll gestopft wird. Und die nimmt sie dann nachher mit nach Hause, und dann kann sie da hoffentlich das ganze Jahr über ihren Laden und ihr Handwerk mit unserer Wolle betreiben. Total spannende und coole Geschichte. Moin, ihr Lieben. Wir haben heute Morgen hier bei den Jerseys den Tierarzt gehabt, weil wir eine kranke Kuh haben. Und zwar die kleine hier. Die hat den Verdacht auf eine Harnwegsentzündung, und die müssen wir jetzt sperren. 36, 26, damit die nicht in die Leitung gemolken wird, weil die jetzt ein Antibiotikum bekommen hat, und weil wir die ja hier quasi nicht selber melken, also nicht selbst aufpassen können, sondern das ja unser Melkroboter macht, müssen wir die jetzt eingeben in den Computer, dass die nicht in die Leitung gemolken wird, also dass der Melkroboter weiß, wenn die Kuh kommt, das ist Sperrmilch, die muss weg. Ja, und vorher darf die halt nicht in die Herde, die Kuh, bevor die nicht gesperrt ist. Also, hier gebe ich jetzt ein, dass ich die ableiten möchte, die Milch. Abgeleitet auf unbestimmte Zeit, damit die, weil die noch nachbehandelt werden muss. Deswegen gebe ich da jetzt kein Enddatum ein. Das Ganze speichern wir. Sind Sie sicher? Jupp. Erledigt. So. Und jetzt kann die Kuh wieder zu ihren Kumpels in die Herde. Na komm. Die ist uns aufgefallen, weil die Durchfall hatte. Und auch weniger Milch, und ja, man sieht das ja schon, der geht es echt nicht gut. Eigentlich immer eine ganz taffe und gute Kuh, aber die hat ordentlich einen mitgekriegt jetzt. Also jetzt läuft sie erstmal zu fressen, die steht jetzt natürlich auch schon den ganzen Morgen hier am Gitter. Die wird jetzt erstmal, ja genau, die läuft direkt an Troch hin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, also wenn sie jetzt Schmerzmittel bekommen hat und ihre Medikamente und dann direkt zum Fressen geht, dann ist das ein Zeichen, dass das ja zumindest, dass es ihr nicht mehr ganz so mies geht. Die Milch wird jetzt abgeleitet, die Kuh wird jetzt so lange
in die Gülle gemolken, bis ich dem Computer Bescheid sage, dass es gut ist. Und da kommt jetzt das Futter für die Wasserbüffel. Stimmt, einige haben ja gefragt, ob wir noch Wasserbüffel haben. By the way. Hier haben wir ein paar von unseren Wasserbüffeln. Das sind welche, die wir hier zum Mast stehen haben. Die sollen jetzt demnächst mal zum Schlachter. Wieder zu Hause und ich wollte euch jetzt noch ein Kalb zeigen, was geboren worden ist. Also die normalen Kälber sind ja schon klein und niedlich, aber vor 2 Tagen hat eine Jersey-Ferse gekalbt und das ist noch mal eine ganz andere Liga. Hier ist unser Kälberdorf. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der kleine Jersey ist. Das ist die junge Dame. Na? Na, also ich weiß nicht, vom Gewicht her würde ich jetzt schätzen ungefähr die Hälfte von dem, was ein normales Kälbchen wiegt. Und halt echt klein und zierlich. Komm, sag mal hallo. So ganz fotogen bist du noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen üben, ne? Aber du Großbär bist, dann wirst du genauso wie die anderen Jerseys, so neugierig und oberschlau. Dakota heißt die Kleine. Könnt ihr schon den Unterschied sehen, ne? Das ist schon echt heftig. Das, was hier von der Decke hängt, das ist die Antitropfbeschichtung der Bleche. Das ist alles ein bisschen auf. Werden wir wahrscheinlich mal ganz abnehmen müssen. Eigentlich tropft hier auch nichts, weil das ja durchwehen kann nach hinten. Das Problem an diesen kleinen zierlichen Jerseys, so süß die auch sind, ist aber, dass man tatsächlich richtig heftig drauf aufpassen muss, weil die halt auch anfälliger sind. Ne? Die haben nicht so viel entgegenzusetzen, wenn mal irgendwie so ein Virus kommt, wie die Schwarzbottenkälber. Deswegen haben wir auf die Jerseys immer ein ganz besonderes Auge. Aber bis jetzt ist die Kleine fit. Wir hoffen, das bleibt sie auch und werden sie dann mal immer mal wieder so ein bisschen begleiten, denke ich, in den Videos, dass ich euch auf dem Laufenden halten kann, auf dem Laufenden halten kann, wie es Dakota so geht und wie sie sich entwickelt. Ne, Dakota? Genau. So, weiter geht's. Morgen wird Schlachtvieh geliefert. Die etwas finsterere Seite einer Landwirtschaft, aber ich bin überzeugter Fleischesser. Deswegen für mich jetzt auch kein Weltuntergang. Wir mästen ja einen Teil Bullen, aber auch einen Teil Fersen. Also alles, was wir mit Fleischrindern besamen, wird auch selber bei uns gemästet. Der Viehhändler will jetzt morgen schon ganz früh kommen, um 5. Und deswegen haben wir gesagt, damit wir es ein bisschen leichter haben, sortieren wir mal vor. Das heißt, wir haben hier ein paar Boxen, die jetzt leer stehen. Und da nehmen wir jetzt die Fersen rein, damit ich dann morgen früh nur noch aufladen brauche. Genau, hier mache ich auf. Und dann geht's los. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das gut geht, wenn die da an der Futterschubse vorbei sollen. Die läuft jetzt gerade da mir entgegen. Wenn sie da jetzt einmal gegenklopfen, dann steht die. Okay, die erste hat es schon mal geschafft. Ich glaube, man hört das schon. Ne? Das ist jetzt schon arg unruhig. Aber wenn da Viecher über den Futtergang rennen, ja, das ist halt sowas, das ist sonst nicht so. Ne? Deswegen jetzt die Unruhe bei den anderen Viechern. Eine ist schon eingezogen.
Holla. Nee, 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 nee. Komm. Alle da rein. Hallo. Und los. Passt doch, oder? Ja, oh, ist ein bisschen kuscheliger, um morgen früh wieder zu gehen. So, wieder zumachen. Na. So. Ich glaube, den lassen wir jetzt einmal schnell mal vorbeifahren, bevor die nächsten kommen. Noch ist auch nichts zu sehen, da hinten am Viechern. Go, 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 go! Das hätten wir schon mal geschafft. Die Futterschubse ist aus dem Gefahrenbereich raus und fährt jetzt Richtung Parkbucht. Dann kann hier zumindest schon mal nichts mehr passieren jetzt. Na Mädels, da guckt ihr, was hier los ist, wa? Das ist nicht so richtig optimal, weil die Boxen eigentlich ein bisschen klein sind. Aber die können zumindest alle fressen. Ich gebe hier jetzt gleich noch Futter vor. Und dann wird es auch bis morgen früh gehen. Aber wie gesagt, wenn der Vierhänder um 5 kommt, habe ich noch keine Leute hier, die da irgendwie helfen könnten beim Verladen. Da muss ich gerne die irgendwie vorsortiert haben. Deswegen kommen die jetzt da rein. Und wir haben jetzt auch länger gewartet. Es ist jetzt ja, 17 Uhr ungefähr. Sprich, die stehen jetzt 12 Stunden da. Das denke ich, wird gehen. Muss gehen, weil hinten aus der großen Gruppe kriege ich sie alleine nicht rausgefummelt morgen früh. Das wird leider nichts. So, Mädels, komm. Ist das 12 ist oder was? Weiß es nicht, aber die sieht noch nicht so aus, als für sie. Ja, ich glaube, das ist eine Jersey-Kreuzung. Die wird, glaube ich, auch nicht viel größer. Aber die habt ihr doch markiert gestern, oder nicht? Ja, ja. Aber die sagen gerade so. Nee, ich meine, aber Christian sagte 12 ist heute mit. Okay. So, einer. Oh, la, 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 la. Mädels, komm. Ja, weiter hier. So eng ist es nicht, dass ihr da so drängen müsst. Ich bin so unfassbar müde und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig warum. Ich habe sogar eine Mittagspause gekriegt. Morgen früh um 5 kommt der Viehhändler. Das heißt also auch rechtzeitiges Aufstehen für mich. Die paar Mädels hier, die muss ich jetzt noch durchmelken. Wir haben heute Fußbad gemacht und deswegen waren die so ein bisschen lauffaul, die Jerseys. Unsere Mastviecher, ein bisschen Futter haben sie schon gekriegt. Ich glaube, ich muss hier noch mal was nachgeben. Hat es schon wieder aufgefressen. Aber ja, ihr seht, die kommen zum Fressen ran, die sind noch ganz entspannt. Gott sei Dank ahnen sie ja auch noch nicht, was ihnen morgen blüht. Aber so ist der Gang des Lebens. Fressen und gefressen werden, oder wie sagt man? Also, ich schmeiße noch ein bisschen Futter vor und melke meine letzten Jerseys durch, beziehungsweise lasse sie durchmelken. Und morgen um 5 starten wir dann mit Viecher verladen. Guten Morgen zusammen. Die Rinder, die wir gestern sortiert haben, sind schon verladen. Und ich habe es leider nicht filmen können. Ich habe die Kamera zu Hause vergessen. Ich muss mich an das Leben als YouTuber noch irgendwie erstmal gewöhnen. Das hat sich noch nicht so richtig eingebrannt, dass das Ding immer mit sein muss. Aber hier könnt ihr sehen, die Boxen sind leer. Die Tiere auf dem Weg Richtung Schlachthof. Ja, ist irgendwie immer ein komisches Gefühl, wenn man so eine Tiere 2 Jahre im Betrieb hatte und alles dafür getan hat, dass es den Tieren gut geht und dann schickt man die so auf die Bahn. Aber ich esse halt auch gerne Fleisch und ich weiß, dass wir unser Grünland nicht anders verwertet kriegen als über die Mast von Rindern. Jetzt mache ich hier meinen Roboterdienst, also einmal Liegeboxen sauber machen und Kühe suchen, die noch nicht beim Melken waren.
Hier müssen wir nochmal wieder Licht ausmachen. Und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Wir werden noch ein paar Kühe hin und her sortieren müssen für die Anfütterungsgruppe. Das erzähle ich euch aber gleich, was es damit auf sich hat. Oh, und dann so ein bisschen der tägliche Wahnsinn, ne? Genau, so. In diesem Sinne packen wir es an. Unser Melkstandteam hier am Stammbetrieb hat heute Morgen Kühe trockengestellt. 10 Stück. Die sind jetzt soweit versorgt mit allem, was sie brauchen. Stehen jetzt hier und warten. Und unser Azubi Lasse und ich werden die jetzt gleich rüberbringen in den Trockenstellstand. Und dann zeige ich euch mal, was es mit dem Umstallen auf sich hat. Das haben die jetzt schon gemacht, das Kühe umsortieren. Wir haben nämlich 2 Gruppen Trockensteher und müssen da regelmäßig die Kühe hin und her switchen. Warum, gucken wir uns aber gleich mal vor Ort an. Gut. Damit fahren wir jetzt rüber. Sina gibt den Kühen jetzt noch eine Mutterschutzimpfung. Wogegen ist die Impfung? Rota, ne? Genau, also dass die Kälber nachher keinen Kälberdurchfall kriegen. Dagegen soll das helfen. Vor allem E-Coli-Durchfall. Genau, Coli. Gegen Coli-Bakterien. Also da hilft die Mutterschutzimpfung ganz gut. Kriegen wir auch 5 mit? Ja, wird schwer, ne? Wie bitte? 5 wird schwierig, ne? Im Fangwagen? Dann ist das eng, ne? Ne, dann lass uns 4. Lass uns 4. 4 ist gut. Die letzte in der Reihe, die in der Mitte noch. Schwarzen in der Mitte und die letzte noch. Die? Ja. Komm, geh mal raus. Hallo. Hallo. Und die letzte. Na? Komm, Muschi. Ach, Mädels. Wilma, hau ab. Du kannst nicht helfen. Normalerweise hätten wir bei den Kühen nochmal Clownpflege gemacht, aber weil wir nur gerade die Clownpfleger da hatten, haben wir uns das jetzt gespart. Die sind einmal nochmal alle durchgeguckt worden, dass sie auch soweit in Ordnung sind mit den Füßen. Und kommen dann jetzt quasi in den Urlaub, also so 6 bis 8 Wochen vorm Kalben werden die trocken gestellt. Das habe ich ja schon mal erzählt, dass wir das bei den Jerseys gemacht haben, bei den Schwarzbunden läuft es genauso ab. Aber 3 Wochen vor der Abkalbung ändert sich dann nochmal was und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Na komm Mädels. Ich finde das immer schöner, die Kühe aus eigener Kraft rüberlaufen zu lassen, statt immer mit dem Anhänger. Auf den Anhänger müssen sie immer rauf und müssen hinterher wieder runter. Da sind doch auch die Verletzungsgefahr ein bisschen größer. Komm jetzt, hopp, ey, lauf weiter. Man muss halt nur mal gucken, dass der Lehrling nicht zu viel Gas gibt und die Kühe nicht einfach so stehen bleiben. Komm, hopp. Und dann läuft er auch. Eila, komm mal hierher, hierher, hierher. Ja, ist halt ein bisschen wrangelig jetzt, ne? Mit einer Kuh oder zwei ist es noch ein bisschen entspannter. Für die vorne, die erste, kann es gar nicht schnell genug gehen. Die rennt die ganze Zeit mit der Nase vorne gegen. Das ist hier unser alter Kuhstall von 84. Ich glaube, den habe ich auch, ja doch, den habe ich auf jeden Fall in dem Vorstellungsvideo, was es zum 10.000 Abonnenten Special gegeben hat, vorgestellt. Und hier haben wir die trockenstehenden Kühe stehen. Aber wie gesagt, in 2 Abteilungen. Das ist das, was sich dann ändert. Wir haben hier einmal die normalen Trockensteher im alten Kuhstallbereich. Da kommen die, die wir jetzt gerade geholt haben, auch rein. Aber 3 Wochen vorm Kalben wird hier
umgetrieben. Also da können wir hier die Hecken umstellen. Da wird aufgemacht. Und dann kommen die Kühe in diesen Bereich rein. Das ist quasi die Chill-Out-Zone oder Vorbereitungsphase. Das sind die sogenannten Transitkühe. Hinten am Ende der Transitgruppe ist die Abkalbebox. Also es geht quasi im Kreislauf oder in der Reihenfolge hier. Dann darüber. Und dann wird da hinten abgekalbt. Und 3 Wochen vorher kommen sie eben hier rein. Kriegen dann auch eine andere Ration, die sie schon mal auf das Milchgeben vorbereitet. Damit die Kühe einen möglichst guten Start haben, nach dem Kalben wieder in Milch zu kommen. So, nächste Tour. Die können jetzt alle mitziehen? Die ersten 4, jawohl. Okay. Pass mal auf, die ersten 4. Besser gleich wieder zumachen. Auch Else, oben oder unten, aber nicht in der Mitte, das ist doof. So, einsteigen bitte. Ladies. Hallo. Hopp, einer, hau ab da. Selliger Hund, Mensch. Einer, weg da. Komm her hier. Hierher. Kannst du dich schnell verpieseln. Hier vorne saß der Hund. Und hat die Kühe reingelaufen und wieder zurückgejagt. Alter, komm mal her. Komm mal her. Das hast du Schiss, ne? Alte Kröte. Umdrehen, 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 langsam. Gut, weiter. Einer, komm mal her. Hierher. Das ist merkwürdig genug, obwohl sie eigentlich keine Schimpfe und schon gar keine Prügel kriegt, aber halt ich gar nicht bei der Hundeerziehung. Weiß sie aber ganz genau, dass sie gerade Mist gebaut hat, ne? Und dann sieht sie so, dass sie wegkommt. Nur nicht der Kritik, die geäußert werden könnte, stellen. Ja, jetzt rennt sie hier die ganze Zeit ums Fahrzeug rum. Eieiei. Also Border Collies, so geil diese Hunde ja sind und so schlau, ne? Aber manchmal sind die echt ein bisschen anstrengend. Gerade wenn sie dann beim Viechertreiben nicht das tun, was sie eigentlich sollen, beziehungsweise meistens ist das Problem, dass sie zu viel tun, also mehr als sie eigentlich sollen. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an diese Hecke, ich glaube, das war direkt im ersten Video, was ich gemacht habe.
Hier ist leider immer noch kein Pfosten vorgekommen, das haben wir noch nicht geschafft gekriegt, aber mein Mitarbeiter hat mir gerade einen Trick verraten, den ich natürlich nicht wusste. Wenn der Gurt hier oben ist, geht er ganz leicht auf, weil hier oben die Rohre weiter zusammenstehen als unten. Hola! Jetzt gerade die letzten zwei Kühe am Anhänger und das wird dann auch Zeit jetzt, weil, zeige ich euch gleich mal, hier nämlich gleich Baustelle ist im Stall. Dann haben wir so ein leichtes Problem mit der Futterdiele, mit dem Beton. Wir wissen noch nicht, ob da irgendwas unterspült wurde oder ob einfach unser großer Futterwagen zu groß ist. Moment. Hier ist der Futtertisch eingebrochen. Und ihr könnt das ja sehen, der Riss, der zieht sich darüber. Also hier werden wir das jetzt aufstemmen müssen. Und dann wird hier neu Beton aufgeschüttet. Und hier vor der Tür auch, wo man hier halt immer über diese Kante rüber muss. Das ist natürlich auch nicht so richtig geil. Deswegen wird das jetzt Zeit, dass wir die letzten Kühe reinkriegen. Und dann können die anderen Jungs, oh, dieser scheiß Gurt, ne? Können die Jungs starten. Gut. Starten mit Beton machen, wollte ich sagen. Wilma fängt schon mal an, sauber zu machen. Sehr gut. Nein, drinnen bleiben. Drinnen bleiben. Komm mal weg. Beton jetzt gehalten und jetzt gibt er den Geist auf. Aber wir haben noch nichts gefunden, woran es gelegen haben kann. Also wahrscheinlich ist es tatsächlich einfach der schwere Futterwagen und die Belastung, weil der Beton ist nicht so wahnsinnig stark. Da haben die früher einfach noch nicht mit gerechnet, dass da solche schweren Maschinen irgendwann mal drüber rollen können. Alter, ist das laut! Ihr Lieben, es wird langsam Sommer, glaube ich. Der Regen wird schon deutlich wärmer, als es die letzten Tage war. Nichtsdestotrotz haben wir wieder typisch norddeutsches Schietwetter. Was ich euch aber ja zeigen wollte, wir haben ja gestern gesehen, die Löcher im Beton, da sind die Jungs jetzt heute bei und machen die zu. Da haben wir so ein paar Sanierungsarbeiten gestartet. Da ist der Träger mit dem Zwangsmischer. Und das wollen wir jetzt einmal angucken, was die da so vorhaben und wie das abläuft. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht überfahren wird. Ich habe euch ja gezeigt, hier war ja das Loch im Beton. Das haben sie großflächig ausgestemmt. Da waren natürlich jetzt schon die Katzen drin. Ne? Die alte Mistbande. Haben das jetzt komplett einmal aufgefüllt, aufgeschüttet wieder, Metall rein oder Eisen reingelegt, damit das auch hält. Und das ist scheinbar abgesackt wegen dem Futterwagen. Gehen wir jedenfalls von aus. Also immer wenn der hier rausgefahren ist aus der Tür,
weil der Absatz an der Tür so tief war, hat es auf der Hinterachse einen Schlag gegeben und dadurch entstand dann dieses Loch. Deswegen wurde dann vor der Tür auch aufgestemmt. Und da kommt jetzt auch nochmal neuer Beton hin, dass wir hier eine angeschrägtere Rampe hinkriegen, damit der schwere Futterwagen hier vernünftig rein und rausfahren kann. Ist ein bisschen trocken, der Beton, oder? So kommt er nachher hier weg von der Rampe, ne? Ja, das stimmt auch wieder. Die nötige Verdichtung ist wichtig, ne? Sowohl der
Zement als auch der Kies sind alles Restposten gewesen. Den Zement hat man noch in der Halle stehen, Gott sei Dank trocken gelagert, deswegen geht er auch noch. Wobei Kevin gerade sagte, so richtig geil ist das nicht. Und der Kies liegt hier hinten bei uns hinter der Gülle-Lagune. Und der ist nicht ganz so geil gelagert, deswegen sind diese ganzen Wurzeln da jetzt drin. Aber für das, was wir damit machen, da hinten wird das wohl funktionieren. Also bis jetzt sieht das gar nicht schlecht aus. Und wir kriegen zumindest die ganzen Reste mal verarbeitet jetzt. Ja, ich bin schon weg. Soll ich mir eine Schaufel schnappen und das vorne abkratzen? Ja. Gestern kam mir dann noch ein Termin dazwischen. Eigentlich hätte ich ja noch mal mit euch gucken wollen, wie unsere Betonbaustelle fertig aussieht jetzt. Ich musste dann weg, weil wie gesagt jemand dazwischen kam. Das erfahrt ihr aber zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt können wir hier aber einmal gucken, wie das Ergebnis ist. Hier ist die Rampe. Das war ja das, wo wir gestern bei waren. Da kann man jetzt auch schon mal vorsichtig drauf gehen. Das ist natürlich echt doof, ne? Die sind ja jetzt Gott sei Dank nicht tief. Aber diese Katzen überall, das ist schon echt ätzend. Hier hat mein Mitarbeiter die gestern noch mal ein bisschen zusammengekratzt. Ein bisschen zugemacht, die Löcher. Jo. Aber es ist auf jeden Fall besser, als es vorher war.
Und wir müssen im Grunde froh und dankbar sein, dass da nur die Katzen durchgelatscht sind und nicht unsere Wilma. Dann wären die Löcher nämlich tiefer gewesen und wahrscheinlich nicht mehr zu reparieren. So, denn ich kann ich da immer noch das Positive drin sehen. Wir haben wunderschönes Wetter heute und hoffen jetzt, dass das auch ein bisschen so bleibt, damit wir dann demnächst mal mit Güllefahren weitermachen können. Befahrbarkeit ist immer noch extremst bescheiden. Ich zeige euch im nächsten Video, wie es auf den Flächen aussieht. Dann machen wir mal eine kleine Runde über die Ländereien. Dann zeige ich euch auch, was es mit unserer Ex-Güllebehälter-Baustelle auf sich hat und wie es da vorangeht. Das aber, wie gesagt, alles im nächsten Vlog. Für heute ist hier jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, tut das, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag 20 Uhr zu einem neuen Vlog. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann.